Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute schon wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Jetzt hat's kurz geleckt, Leute. Jetzt hatten wir kurz ein Standbild. Ich weiß nicht warum. Leute, ich sitze auf meiner wunderschönen Twilight Sparkle. Seitdem ich Twilight bekommen habe, reite ich gefühlt nur noch sie. Ich finde sie so unfassbar schön, Leute. Den einzigen Pet-Peeve, den ich im Moment habe, ist, Leute, mein Outfit passt gar nicht zu ihr. Mein Outfit sieht absolut scheußlich aus mit ihr gemeinsam und dadurch, dass ich sie, also privat, wenn ich privat spiele, nur noch reite, ich reite nur noch sie, außer natürlich in den Multiplayer-Rennen, da reite ich das Pferd, das gerade am besten ist, möchte ich unbedingt ein Outfit, Leute, das gut aussieht mit ihr gemeinsam und ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, was wir machen sollen, denn wir haben insgesamt jetzt 93 Black Pearls. Ihr habt euch gewünscht, dass wir heute nochmal eine, ein Mystical Pack aufmacht, eine Pet Box. Ich bin da definitiv dabei, Leute. Ich hätte gern so einen Tiger, Panther, whatever it is, der mir das Leben ein bisschen erleichtert in der Story-Mission mit North. Ihr meintet, wir sollen nochmal eine Petbox aufmachen, weil das einfach cool ist. Und Leute, ich finde das Konzept von diesen Boxen auch mega, mega cool. Ich würde mir nur wünschen, dass man einfach im Allgemeinen keine Doppelten aus so einer Box zieht. Aber das sage ich sowieso gefühlt in absolut jedem Video, Leute. Mein großes Problem ist aber jetzt, dass ich eine Typveränderung brauche, Leute. Ich brauche dringend eine Typveränderung, denn mir gefällt das Outfit, das ich trage, absolut nicht mit Twilight, Leute. Dazu gucken wir als allererstes jetzt einfach mal rein und schauen mal, was wir vielleicht einfach entweder kostengünstig oder komplett kostenlos an uns ändern könnten. Diese Haare, da musste ich irgendwie nur Werbung gucken oder so. Ich finde aber auch diese Haare ziemlich keck, Leute, weil die anderen Haare, die ich habe, die sehen von hinten alle so ein bisschen mäh aus. Und diese hellbraunen Haare sehen irgendwie ein bisschen keck aus von hinten. Ich mag ja lieber dunkelbraun oder schwarz, Leute, wie diese Haare hier. Aber die sehen eigentlich auch ganz keck aus, oder? Was meint denn ihr zu diesen Haaren? Die sehen eigentlich ganz süß aus. So, was haben wir denn für Klamotten, Leute? Wir hätten ein Poloshirt, ein T-Shirt, dann eben die VIP-Sachen. Das sieht aber auch wieder nicht schön aus. Und dieses, aber ob das jetzt so gut passt, ist halt, Leute, die andere Frage. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob wir hier irgendwas finden, was gut zu Twilight passt. Ich meine, das wird gut passen, aber da hat man halt nichts an, Leute, ne? Da hat man halt absolut nichts an und es kostet 50. Ehrlich gesagt, mir gefällt dieses T-Shirt eigentlich sehr, sehr gut. Leute, was sagt ihr denn zu diesem Outfit? Das sieht doch eigentlich ganz süß jetzt aus. Oder? Aber das passt halt wieder nicht dazu, ne? Das Problem an dem Ganzen ist, ich kann halt jetzt auch nicht gucken, weil das große Problem ist, glaube ich, dass einfach blau nicht wirklich dazu passt. Die Hose, die gefällt mir aber schon sehr, 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 sehr gut. Von den Flügelchen her wird wahrscheinlich das hier ganz gut passen. Wir könnten natürlich auch keine Flügel nehmen, Leute. Das wäre natürlich grundsätzlich auch möglich. Eine Ewigkeit später. Aber ich hätte gesagt, wir kaufen jetzt mal kein neues Outfit, Leute, denn es kommt ja bald das Update raus und da bekommen wir neue Klamotten, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich glaube, ich lebe einfach jetzt noch ein paar Tage mit diesem Outfit, das wir gerade tragen und warten einfach ab auf das Outfit, sag ich schon, auf das Update und dann suchen wir uns vielleicht was Neues aus, was wir gerne hätten und dann sparen wir drauf, Leute. Oder schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das machen wollt. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt einfach eine Mystical Petbox auf, Leute. Ein Mystical Pack, hier ist es. Es kostet 85. Ich habe mega lang gewartet, ob das mal in dem Daily drin ist, aber Leute, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Mystical Pack, also das lilane, schon mal hier im Angebot hattet. Ich habe es persönlich noch nicht gesehen. Vielleicht ist es mir einfach noch nie aufgefallen, Leute. Es macht ja aber nichts, weil wir können ja quasi eigentlich fast täglich neue Black Pearls bekommen durch Social Quests, wenn alle diese Social Quest abschließen, also mit meistens sind es ja relativ viele Sachen, die man sammeln muss, aber wenn alle zusammenarbeiten, dann schafft man das. Ich schaffe gefühlt nur
2 von 10, aber es ist möglich, Leute, vor allem in den Multiplayer-Rennen. Seid ihr bereit, Leute? Ich glaube, ich bin nicht bereit. Wir haben eine 30-prozentige Chance auf ein Fantasy-Pet, eine 50-prozentige Chance auf ein episches Pack. Pack vor allen Dingen, Pet. Und eine 20-prozentige Chance auf ein Rare. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man hier eine Chance auf ein Rare hat, aber das ist, wie es ist, Leute. Am Ende des Tages wünsche ich mir einfach nur einen Tiger, Puma, Panther, whatever it is, dass ich meine North Quest machen kann. Aber Leute, mit no further ado, let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist, glaube ich, was ist es, Rare? Es ist ein kleiner, süßer Fuchs. Oh mein Gott, ein epischer Fuchs. Oh mein Gott, er ist so süß. Oh mein Gott, ist er süß. Oh mein Gott, er ist so süß. Er ist episch. Oh mein Gott, ist er niedlich. Ich flipp komplett aus, Leute. You don't flip me! Wir haben unseren zweiten Fuchs bekommen. No. Und er ist episch, Leute. Wir haben ja schon Wolfsblut und jetzt auch noch einen epischen Fuchs. Das ist mega, Leute. Wir gucken natürlich gleich mal rein zu My Pets. Und oh mein Gott. Oh mein Gott, ist er süß. Ach, er braucht natürlich einen Namen. Und oh Gott, guckt ihn euch an. Oh Gott, ich... Puh, Leute, ich flipp komplett aus. Es tut mir leid. Er ist aber so süß und ich sehe ihn noch nicht mal gescheit. Seht ihr ihn? Oh mein Gott, ich bin so happy. Ich bin so happy. Ich hätte gesagt, da Wolfsblut ein Er ist, nennen wir sie Luna, weil sie erinnert mich so ein bisschen an die Sonne, weil sie ist auch so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich bin ein bisschen weird, Leute. Aber wir haben hier das Pet Trade für Night Vision. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, glaube ich, ist das hier, Fast Moving, Level 60. Leute, Hilfe, brauchen wir jetzt Level 60, dass wir die Quest schaffen? Weiß das irgendjemand? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall, Leute, nichts falsch gemacht. Sie ist der absolute Oberknaller. Ich liebe sie. Sie ist mega, mega knuffig. Wenn wir jetzt mal den Wolfsblut angucken. Ach, guck mal. Der braucht bis Level 50, bis er Night Vision hat. Dann müssen wir, hätte ich gesagt, Wolfsblut gar nicht weiter machen. Und Leute, ich finde, dass Luna... Ach, sie ist ein Fuchs. Ich wollte gerade sagen, Luna sieht ja ganz anders aus wie Wolfsblut, weil sie ein Fuchs ist. Sie ist ein Fuchs und Wolfsblut ist logischerweise ein Wolf. Wieder mal was dazugelernt, Leute. Okay. Wow. Ich bin mega happy. Sie ist so knuffig, Leute. Oh mein Gott, alles richtig gemacht, hätte ich gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die kleine Luna findet. Ich finde den Namen auch absolut passend für sie. Und ich werde sie jetzt auf jeden Fall mal leveln. Die Frage ist halt einfach nur, wie weit ich sie leveln muss. Denn Level 60, Leute, da bin ich dann vermutlich mein ganzes Geld los, das ich so zusammengesammelt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich meine, grundsätzlich glaube ich schon, dass sie die Quest schaffen könnte mit Level 60, Leute. Dann muss ich halt mal ein bisschen reinschwitzen und sie auf Level 60 leveln. Wir können jetzt mal ganz kurz noch nachgucken, wie das bei den anderen aussieht. Oh, hier, er hat es, Level 80. Ach so, er hat Predator. Na, ich glaube, ich brauche eher das, oder? Brauche ich Poe eher Level 80 wahrscheinlich, Leute? Ich brauche vermutlich, Moment, nee, das wollte ich nicht. Ich brauche vermutlich eher Poe Level 80. Was hat denn sie alles? Sie hätte Night Vision auf Level 85, das brauchen wir ja aber nicht, weil das haben wir jetzt bereits bei Luna. Und sie hat sonst eigentlich nichts. Strong and powerful. Okay. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, was muss ich machen? Ich meine, die Luna auf Level 10 ist klar, aber ich muss vermutlich jetzt Poe auf Level 80 bringen, Leute. 80. Als letztes hätte ich gesagt, gehen wir noch ein Multiplayer-Race. Und nein! Twilight hat leider wieder schlechte Werte. Glimmer hat richtig gute Werte. Wir gehen mit Glimmer, Leute. Guckt mal, sie hat Speed 9, Kontrolle 12 und Jump 11. Das ist richtig krass, Leute. Oh mein Gott.
Und dann sind wir angekommen im Multiplayer Race und es geht schon los. Oh mein Gott, ich war gefühlt, Leute, nicht bereit. Ich war noch nicht bereit, dass wir schon starten und ich habe den Leck des Todes und kann nicht loslaufen. Warum kann ich nicht laufen, Leute? Seht ihr das, wie langsam ich laufe? Ich bin mir gerade nicht sicher, was hier los ist. Jetzt geht's. Okay. Jetzt können wir laufen, Leute. Oh mein Gott, wir müssen auf die andere Seite. Manchmal habe ich noch ein bisschen Probleme. Ich musste ja BlueStacks neu installieren. Und irgendwie ist mir das nicht so ganz gut geglückt, das auf WASD zu legen. Ich habe das Gefühl, manchmal funktioniert das nicht hundertprozentig. Aber jetzt, glaube ich, haben wir es im Griff. Ich bin gestern, glaube ich, bin ich keins gegangen. Da hatte ich keine Zeit, Leute. Da waren wir im Twitch-Stream so lange, Leute. Da haben wir SSO gestreamt. Hat mega, mega Spaß gemacht mit euch. Einen Tag davor haben wir ja Fortnite gestreamt. Heute werde ich, glaube ich, wieder Fortnite streamen, so um 16:30 Uhr. Falls ihr darauf Bock habt, kommt gern vorbei auf twitch.tv/nickroll. Und deswegen hatte ich irgendwie keine Zeit mehr, gestern noch im Multiplayer-Race zu gehen, weil wir mega lange SSO gestreamt haben, Leute. Aber einen Tag davor hatte ich Multiplayer-Race angemeldet und da wurde ich Erste und hatte, glaube ich, ja, ich glaube, ich wurde Erste und hatte 5. Und, glaube ich, habe dann sogar noch eine Social-Quest abgeschlossen mit nochmal, oh mein Gott, das war viel zu weit, mit nochmal 4. Und deswegen hatten wir jetzt 93. Ich glaube, so war es, Leute. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, so war es. So oder so ähnlich, Leute. Und jetzt haben wir einen süßen Fuchs, den ich verwechselt habe, dass es ein Wolf ist, Leute. Aber ja, ich hätte gesagt, kann schon mal vorkommen, Leute. Und dann bekommen wir 5 Black Pearls und haben somit jetzt wieder 13, glaube ich. Ha, Leute, ich hab's mir gemerkt, wir haben jetzt 13 Black Pearls wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir, auf was wir als nächstes sparen sollen, Leute. Ich hätte vorgeschlagen, ein neues Outfit, da ja bald das Update kommt und wir dann uns vielleicht ein neues Outfit gönnen sollten, Leute. Dann hätte ich aber gesagt, was ist mit dieser Folge von Horse Riding Tales auf dem Handy. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!